News der Woche Nummer 6. Die Preise beim Anbieter Amazon und Phantasialand wird teurer. Was ist am 2.2.2023 in Freiburg passiert? Da erfahrt ihr in den News der Woche heute. Am Ende dieses Monats wird Amazon teurer. Das heißt, dass die monatliche oder jährliche Ausgaben von 69 auf 89 Euro steigen oder 90 Euro. Und dass dann auch die monatliche Preise von 8 Euro auf 9 Euro steigen monatlich. Natürlich gibt es auch noch andere Anbieter, die noch da in dem Fall steigen. Das Abo mit Musik, das wird teurer. Da habe ich aber hier nicht nochmal exakt selber herausgesucht. Das wird aber auch teurer. Und der Versand für Amazon Prime Versand wird von 29 Euro auf 39 Euro erhöht. Der Freizeitpark Phantasialand wird dieses Jahr nach 2 Jahren später wieder teurer. Das heißt, dass dieses Vorfreude-Ticket jetzt bei 26 Euro ist. Und wenn man eine ganz normale Karte sich vor Ort holt, kostet es jetzt 61 Euro. Vor 3 Jahren, 2020, war der Preis bei 2020 wurde der Preis schon mal gestiegen von 49,50 auf 52,50 und jetzt ist er nochmal nach 3 Jahren somit bei 61 Euro. Und das Geburtstagsticket ändert sich auch ein wenig, das heißt von das gilt nicht mehr über 11 Jahren, sondern bis 11 Jahren und ob eine Gebühr von 8 Euro ist auch noch mit dabei. Könnt ihr im Link der Thema 2 Beitrag nochmal nachlesen. Am vergangenen Donnerstag gab es in Freiburg einen Verkehrsunfall zwischen 2 Straßenbahnen. Da blende ich euch hier ein Bild ein, wenn das so einfach ist. Nee, ist wieder nicht so einfach. Ja, das ist am vergangenen Donnerstag passiert. In der Straßenbahn waren Erwachsene, aber auch Kinder vorhanden und die werden hier erstmal versorgt. Und zum anderen wird einmal geschaut, was der Sachverhalt genau war und dann wird auch natürlich die Frage geschaut, wie es dazu kam und Vermutungen sind aktuell, dass die Gleisumstellung nie umgestellt wurde, dass diese Schienen, diese Richtungen, wo diese Schienen ja fahren, waren irgendwie dann
umgestellt und das hat dann dazu geführt zu diesem Unfall. Finde ich sehr tragisch. Ich hoffe mal, da ist nicht mehr passiert. Somit habe ich aber für diese Woche nichts mehr zu melden. Wir sehen uns in einer Woche. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, bye bye, ciao.